Hallo. Ich heiße Nele Diaz. Danke für die Einladung. Wir wären eigentlich jetzt dabei, aber ich habe heute um 16 Uhr einen Impftermin bekommen. Wir haben sehr dafür gekämpft und ich möchte unbedingt geimpft werden. Daher machen wir das als Film. Neben mir sitzt Lars Thielemann. Hallo. Er war mal mein Zivi und unterstützt mich weiterhin. Wir kennen uns schon lange. Ich habe eine Körperbehinderung und kann nicht mit dem Mund sprechen. Ich spreche mit Körperbewegungen und Lauten, die gut vertraute Personen verstehen können und dann aussprechen. Ich spreche auch mit einem Sprachcomputer, so wie jetzt gerade. Der Computer nimmt auf, wo ich mit den Augen auf den Bildschirm hingucke und löst dann das Feld aus. Diese Hilfen und Methoden nennt man unterstützte Kommunikation. Ich lebe mit Assistenz in meiner eigenen Wohnung. Die qualifizierten und geschulten Assistentinnen verstehen mich und können meine Signale aussprechen. Sie helfen mir zu dolmetschen, damit ich mit anderen Menschen im Alltag reden kann. Ich arbeite als unterstützt kommunizierende Referentin der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation. Ich lese in Freiburg Bilderbücher für Kinder in Kindergärten und Schulen vor. Das mache ich mit meinem Sprachcomputer. Das war's erstmal von mir. Lars, jetzt bist du dran. Dankeschön. Ups, da war ich gerade zu schnell. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und tut mir leid, dass wir jetzt nicht live dabei sein können. Wir haben einfach auch durch die Corona-Bedingungen einfach seit über 10 Monaten ein sehr reduziertes Assistententeam und so weiter und haben da wirklich viel für getan, dass jetzt die Vortex geimpft werden kann und haben nur diesen einen Termin bekommen. Daher sind wir jetzt leider nicht live dabei, aber Sie können, wie gesagt, gerne mit uns Kontakt auch aufnehmen über E-Mail. Die werden am Ende auch nochmal eingeblendet. Ganz kurz zu mir. Ursprünglich war ich mal mit 18, 19 Pflegehelfer 2,5 Jahre in einer großen, komplexen Einrichtung für Menschen mit schwerer Mehrfachbeeinträchtigung, habe dann in der Wohngruppe gearbeitet mit Erwachsenen, habe dann eine Erzieherausbildung gemacht, denn damals mein Anerkennungsjahr auch gemacht in einer anderen komplexen Einrichtung im Freizeitbereich mit jungen, erwachsenen Menschen. Habe zu der Zeit dann auch 2,5 Jahre ehrenamtliche Betreuung, also rechtliche Betreuung gemacht, zur Übergangsweise. Auch von Menschen, die ich vorher durch meine Tätigkeit in der Wohngruppe kannte und die dann entsprechend rechtlich begleitet habe. Ich habe nach meiner Ausbildung noch diese sogenannte ISBK-Maßnahme gemacht, also war Zivildienst, habe dann die Nele Dirks damals kennengelernt, war eben ihr Zivi, der in der Familie mitgelebt hat und sie eben in der Schule begleitet hat am Nachmittag mit Spielen, mit Freundinnen und so weiter und so fort. Habe danach eine Zeit lang in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und mit bisschen später, mit Ende 20, dann Heilpädagogik studiert und war am Ende des Studiums, habe ich dann wieder als Assistent gearbeitet, war dann auch, ich habe immer mehr den Schwerpunkt bekommen, unterstützte Kommunikation, war dann als Medizinprodukteberater tätig für Kommunikationshilfen in Süddeutschland und dann eben mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Katholischen Hochschule in Freiburg für den Bereich der Unterstützung Kommunikation. Und bin jetzt seit ungefähr 8 Jahren, arbeite ich im klinischen Team der Firma Tobii Dynavox in der Entwicklung von elektronischen Kommunikationshilfen und Inhalten, Vokabularen für die unterstützte Kommunikation. Und ich wohne eben auch wie die Nele Dirks in dem Wohnprojekt Vauban in Freiburg. Manchen Menschen ist es halt schwierig, mit dem Mund zu sprechen. Das kann durch eine Erkrankung sein oder eine Beeinträchtigung. Sie brauchen Unterstützung und Hilfe, um mit anderen Menschen reden zu können. Da geht es um den Ausdruck. Andererseits geht es aber zum Teil auch ums Verstehen. Die Welt ist für manche Menschen eben sehr kompliziert. Sie haben Schwierigkeiten, andere Menschen dann zu verstehen und sie verstehen sie nicht. Sie brauchen Hilfe und Unterstützung, um andere Menschen zu verstehen, was diese Menschen von ihnen wollen, welche Informationen diese anderen Menschen ihnen geben. Unterstützte Kommunikation betrifft eben alle Methoden und Hilfen, die man anwendet, um Menschen, die über keine oder eine geringe Lautsprache haben, zu unterstützen. Es geht dabei um Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Geburt an bis ins hohe Alter. Eine Zahl von vor ungefähr 10 Jahren, sagt eben, dass über 60% der Menschen in besonderen Wohnformen Bedarf an unterstützter Kommunikation haben. Es ist eine Personengruppe, die insgesamt sehr groß ist. Es gibt technische Hilfen, wie man das jetzt bei der VDX gesehen hat, oder auch nicht technische Hilfen, wie Symboltafeln. Vor allen Dingen, was mir oder uns begegnet ist im Alltag, sind aber vor allen Dingen so Barrieren auch in den Köpfen und in den Einstellungen. Zum Beispiel diese Aussage, wir verstehen die Person ja auch so. Das ist gar nicht böse gemeint, man hat sich oft auch daran gewöhnt, dass ein Mensch, der eine starke mehrfache Beeinträchtigung hat, dass der eben nicht redet, also nicht mit dem Mund spricht. Wir sind es gewöhnt und oft reduzieren wir dann einfach auch die Auswahlmöglichkeiten, die wir der Person angeben, oder wir bieten eben gar nicht viel an. Ja?
Sprechen oder Sprache ist aber viel, viel mehr. Es geht nicht nur darum zu entscheiden, ob ich auf mein Brot Käse oder Wurst haben möchte, sondern es geht darum zu sagen, was man möchte, sagen, auch welche Gedanken man im Kopf hat, ob man angefasst werden möchte oder nicht, dass man Informationen weitergeben möchte, im Alltag Kleinigkeiten, also auch wie Hallo, Danke, Tschüss, sagen zu können. Im Bereich der unterstützten Kommunikation gibt es eine ganze Menge an Hilfsmitteln und Hilfen. Das können nicht technische Hilfen sein, das kann eine sprechende Taste sein, wie man das auf dem oberen Bild sieht, oder ein komplexeres Hilfsmittel, wie die Frau Dix das zum Beispiel nutzt, wo ganze Sätze und Wörter abgespeichert sind, also was dann ein Sprachcomputer ist, der mit dem Finger, mit einer Taste oder wie Frau Dix mit den Augen bedient werden kann. Das kann Hightech sein, das kann Lowtech sein. Das Allerwichtigste ist aber die Unterstützung. Ja, es bringt nichts, wenn ein Hilfsmittel versorgt worden ist, eine Person ein Hilfsmittel hat und dann aber trotzdem einfach kein Kommunikationspartner da ist, der mit der Person redet und keine Person, die das eben unterstützen kann. Da gibt es viele Lernmöglichkeiten oder Lernnotwendigkeiten. In dem Bereich ist die Unterstützung auch noch äußerst schwierig. Es ist meiner Erfahrung nach relativ einfach, jetzt werden alle Leute sagen, nein, stimmt nicht, ein Hilfsmittel zu bekommen. Man kann das aber in den meisten Fällen ganz gut begründen und wenn jemand in der gesetzlichen Krankenkasse ist, auch dann entsprechend durchbekommen. Das ist aber nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil des ganzen Prozesses. Da geht es eben auch um diagnostische Fragen, um Beratungsstrukturen, Beratungsprozesse, die notwendig sind und vor allen Dingen die Begleitung. Und ich rede jetzt hier nicht davon, dass man dann vielleicht eine Stunde pro Woche UK-Therapie oder irgendwelche anderen therapeutischen Maßnahmen hat, sondern unterstützte Kommunikation heißt halt eben, unterstützte Kommunikation ist Unterstützung im Alltag, also wirklich in der Lebenswelt, in den normalen sozialen Kontakten und es muss das Umfeld dabei unterstützt werden und die Person muss auch dabei unterstützt werden. Genau, das erfordert eben entsprechend viel Zeit von qualifizierten und geschulten Assistenten, die dann diese Prozesse unterstützen können. Bei der Frau Dirks geht das relativ einfach. Man kann ihr Alternativen aufzeigen, sie fragen, ob und welche Alternativen sie haben möchte, ob sie damit einverstanden ist, ob sie etwas ganz anderes haben möchte. Bei Menschen, die jetzt eine schwerere, mehrfache Beeinträchtigung haben, ist es nochmal umso schwieriger. Da kann man aber auch über Dinge nachdenken, wie zum Beispiel Biografiearbeit, Beobachtung der Person, Befragung, Austausch mit Sozialkontakten, mit den unterschiedlichsten Mitarbeitern, um herauszufinden, was die Person eben gut oder nicht gut findet oder vielleicht auch welche Interessen es gibt oder welche Möglichkeiten es vielleicht in Bezug auf Kommunikation auch gab. Insgesamt erfordert das unterstützte Kommunikation einfach ein hohes Reflexionsvermögen und auch eine hohe Fachlichkeit, um gerade eben nicht eigene Wünsche, eigene Bedürfnisse in die Person, die unterstützt kommuniziert, hinein zu projizieren, um das auch möglichst gut zu trennen. Und es braucht eben auch eine Unterstützung in einem Team. Also das kann in der Form auch nicht allein geleistet werden, weil die Gefahr einfach von Projektionen sehr stark ist. Und gerade wenn man jetzt davon spricht, rechtlicher Betreuung und entsprechende Informationen, die rechtliche Betreuung möchte Informationen von der Person, was die Person eigentlich möchte, braucht es dann einen reflektierten, qualifizierten Austausch darüber. Es ist einfach die Gefahr von Missbrauch und Manipulation einfach auch sehr hoch sein kann, ohne das böse zu meinen. Manche Menschen können nicht mit dem Mund sprechen. Vielleicht nutzen sie die Hände, Blicke, Laute oder Hilfsmittel, um zu reden. Ich spreche hier jetzt mit meinem Sprachcomputer. Den steuere ich mit meinen Augen. Eine Kamera nimmt meine Augen auf. Der Computer weiß dann, wo ich hingucke. Auf dem Bildschirm ist eine Tastatur. Ich gucke auf einen Buchstaben und dieser wird ausgewählt. Auf einer neuen Seite kommen Wörter, die mit dem Buchstaben anfangen. Jetzt kann ich das Wort auswählen. Technik ist wichtig und eine von vielen Möglichkeiten, mich auszudrücken. Ich nutze auch Buchstaben, die ich sprechen kann oder mit Körperbewegungen zeige. Ich kann noch nicht frei lesen und schreiben. Ich kenne von vielen hundert Wörtern die ersten Buchstaben. Wenn ich Assistentin sagen möchte, dann spreche ich zuerst A. Dann gucke ich nach oben für das S, S gleich Sonne. As ist der Anfang von Assistentin. Vertraute Menschen sagen dann Assistentin und ich nicke für Ja. Ich gucke auch oft auf einen Gegenstand oder eine Person, um etwas zu sagen. Es gibt also nicht nur einen richtigen Weg, sich auszudrücken. Es gibt viele. Wichtig ist, dass ich Assistentinnen habe, die auf mich und meine Signale achten. Das erfordert viel Aufmerksamkeit. Ich hatte zum Glück schon im inklusiven Kindergarten und Schule die Möglichkeit, mit Assistenten die Dinge zu tun, die mir wichtig waren. Ich konnte auch Dinge ohne meine Eltern machen. Wie eben andere Kinder auch. Ich lebe mit Assistenz in meiner Wohnung in der V-Bahnhöfe. Das ist ein inklusives Wohnprojekt in Freiburg. Ich lebe sehr gerne hier. Viele Dinge im Alltag brauchen wegen meiner Behinderung deutlich länger. Zum Beispiel brauche ich morgens etwa 2 Stunden, bevor ich losgehen kann. Ganz spontan gehen manche Dinge einfach nicht. Trotzdem geht oft mehr, als andere Menschen denken. Mit mir reden braucht auch sehr viel Zeit, Ruhe, Qualifikation und Schulung in meinen Zeichen. Das versuchen wir Menschen immer wieder zu erklären. Ich bin immer mit einer vertrauten Person unterwegs. Das sind Assistentinnen oder nahe Freunde und Familie. Ich lese Kindern Bilderbücher in Kindergärten oder Schulen vor.
Ich spiele am Computer, höre Musik und surfe im Internet. Ich bin bei Treffen und Veranstaltungen der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation. Ich arbeite in einem Team von 5 Leuten und wir leiten eine Weiterbildung für unterstützt kommunizierende Menschen. Ich habe oft Arzttermine oder Therapien und brauche verschiedene Hilfsmittel. Ich habe keine rechtliche Betreuung. Als ich 18 wurde, war ich mit meiner Mutter bei einer Notarin. Meine Mutter hat eine Vollmacht. Für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Gesundheitssorge, haben von mir ausgewählte Personen eine Vollmacht. Mein vertrauter Hausarzt weiß, dass ich alles verstehe und mit Hilfe von Assistenz reden kann. Fremde Menschen wissen das nicht. Für diese Situationen ist dann die Vollmacht. Ich muss immer wieder erklären, warum ich die qualifizierte Assistenz brauche und Anträge und so weiter müssen gestellt werden. Absprachen, Erklärungen, Anträge in Bezug auf Kosten wegen meiner Behinderung oder Hilfsmittel nehmen mehrere Stunden pro Woche in Anspruch. Eltern, Angehörige und Assistenz unterstützen mich. In allen Lebensbereichen gibt es immer wieder rechtliche Dinge, die geklärt werden müssen. In allen rechtlichen Dingen sollen meine Unterstützer meine Wünsche und Ziele kennen und berücksichtigen. Ich möchte in meiner eigenen Wohnung leben und die nötige qualifizierte Assistenz bekommen, damit ich von den Assistentinnen verstanden werde und mich gegenüber anderen Personen ausdrücken kann. Ich möchte qualifizierte und geschulte Assistenz, damit ich von mir selbst gewählte Aktivitäten ausführen kann oder die Assistentinnen die Aktivitäten in meinem Auftrag ausführen. Dazu muss ich verstanden werden. Ohne Assistenz in allen Lebensbereichen, die meine Kommunikation versteht, ist keine Teilhabe und Selbstbestimmung möglich. Wir zeigen jetzt, wie wir meine Wünsche und Ziele erarbeitet haben. Gut, vielen Dank, Nele. Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention sagt, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen auch in allen Lebensbereichen. Und vor allen Dingen in dem Punkt der Unterstützung ist es eben wichtig, dass die Vertragsstaaten Maßnahmen bereitstellen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der nötigen Unterstützung zu verschaffen. Und da sind wir eben bei Unterstützungsmöglichkeiten, um auch in Bezug auf die rechtliche Situation sich ausdrücken zu können, beziehungsweise dass der rechtliche Betreuer, die rechtliche Betreuerin auch entsprechende Informationen von der Person bekommt. Zentrale Begriffe im neuen Betreuungsrecht oder in der Reform des Betreuungsrechts sind ja Selbstbestimmung, Autonomie und Teilhabe. Ich gehe jetzt hier nur kurz drauf ein. Einmal ist es eben, gibt es eine Definition der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung im Leben heißt, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, basierend auf der Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen. Das ist für mich mittlerweile ein ganz zentraler Punkt. Ob Menschen denn überhaupt immer die Wahlmöglichkeit haben, ob sie überhaupt die Angebote haben oder ob sie eben auch im Laufe ihrer Geschichte überhaupt gelernt haben, welche Wahlmöglichkeiten es gibt und sich überhaupt trauen, entsprechende Entscheidungen auch vorzunehmen. Viele Menschen, gerade die auf unterstützte Kommunikation angewiesen sind, haben auch sehr viele negative Erfahrungen, nicht beachtet werden, keiner reagiert auf die entsprechenden Äußerungen. Und da braucht es eben entsprechende Begleitung, auch Unterstützung oder auch ein Aufzeigen, welche Alternativen gibt es denn eigentlich. Der Berufsverband der Heilpädagogik sagt eben, dass Selbstbestimmung Lernangebote und Lern- und Befähigungsprozesse braucht, die eben lebensbegleitend sind. Und das ist auch was, was ich mit meiner Erfahrung jetzt über doch schon viele Jahre auch unterstreichen kann. Diese Prozesse müssen entsprechend begleitet werden. Sonst bin ich nur noch bei der Personengruppe vielleicht von Menschen mit in Anführungsstrichen ganz leichter Beeinträchtigung. Aber wir haben halt einfach viele Schwierigkeiten. Menschen haben sehr viele negative Erfahrungen auch gemacht und müssen das auch wirklich lernen und dabei unterstützt werden, welche Wahlmöglichkeiten habe ich eigentlich. Also jemand, der das aufgrund seiner Lebenssituation oder Geschichte manche Möglichkeiten in seinem Leben noch nicht hatte, hat eben auch Schwierigkeiten, überhaupt so eine Entscheidung treffen zu können. Ein weiterer Punkt ist nochmal diese Unabhängigkeit. Früher war das unter Umständen einfach ein Problem, dass früher mal gesagt wurde, okay, jemand, der mit Assistenz wohnt das geht, oder lebt, das geht doch nur, wenn ich möglichst unabhängig Sachen machen kann. Wir reden aber eben auch von Menschen, die eine starke zum Beispiel körperliche Beeinträchtigung haben, wo wirklich für ihre sämtliche Aktivitäten, so wie jetzt bei der Frau Dirks, die Assistenz braucht. Aber sie kann trotzdem selbstbestimmt leben, weil sie die Kontrolle darüber hat und weil sie selber definieren und sagen kann, was sie möchte, was sie nicht möchte und auch entsprechende Strukturen da sind, um sich Unterstützung zu holen. Teilhabe nochmal als Begriff bedeutet eben das Einbezogen in eine Lebenswelt. Spielt eine große Rolle bei der internationalen Klassifikation in Bezug auf die Beschreibung der Behinderung, bietet eben auch viele Möglichkeiten, braucht aber eben auch personenbezogene Leistungen, Unterstützungsmaßnahmen, die vor allem auch sehr stark pädagogisch geprägt sind, um auch dann rauszubekommen, was eine Person möchte, an welchen Prozessen sie zum Beispiel teilhaben möchte und wie sie das auch machen kann. Für mich selber sind so diese Begriffe Autonomie, Selbstbestimmung, Teilhabe, ist die unterstützte Kommunikation ein ganz zentraler Begriff, weil diese ganzen Sachen gehen nicht ohne Kommunikation und bei Menschen, die jetzt nicht oder nur bedingt über Lautsprache verfügen, geht es dann eben nicht ohne personelle Unterstützung und Materialien der unterstützten Kommunikation.
Unterstützte Kommunikation ist eben die Unterstützung, um Wünsche und Ziele der betreffenden Person unabhängig von strukturellen Gegebenheiten herauszubekommen. Es braucht eben auch strukturierte Prozesse, um Wünsche und Teilhabeziele eben verarbeiten zu können. Und vor allen Dingen Zeit von qualifizierten Assistenten, Assistentinnen, die mit der betroffenen Person wirksam und verständlich kommunizieren können und die entsprechenden Interessen und Wünsche der unterstützt kommunizierenden Person unabhängig von eigenen Interessen oder oder die Interessen anderer Personen erarbeiten und darstellen können. Also dazu braucht immer ein hohes Maß auch an Reflexion. Die Frage, die uns umtrieb, war eben dann vor einiger Zeit, wie können wir Frau Dirks unterstützen und vertreten? Was will sie denn selber eigentlich? Das war eine Frage des Leitungsteams. Zu dem Leitungsteam gehört die Frau Dirks selber. Die Leitung von dem Assistenzdienst, die Mutter von der Frau Dirks, die hauptamtliche Assistentin und ich eben auch als Angehöriger in der Form oder auch als Assistent. Und genau, die Frage ist, was will sie denn eigentlich? Wie können wir sie unterstützen? Und wie können wir uns dem annähern? Schon Ziele haben halt einfach wahnsinnig viele Auswirkungen auf solche Fragen, wo möchte ich wohnen? Wer unterschreibt mir den Vertrag oder wer regelt diese Vertragsangelegenheiten? Die Frau Dirks ist vor einigen Jahren in das inklusive Wohnprojekt gezogen. Wie ist das mit der Auswahl der Assistentin oder des entsprechenden Hilfsdienstes? Wie ist das mit meinen Hilfsmitteln? Welche Hilfsmittel gibt es denn da? Wer unterstützt mich bei der Beantragung, bei dem Widerspruch in Bezug auf die Krankenkasse, bei einer Ablehnung, in Bezug auf finanzielle Sachen, Bankkonto, alle möglichen Formen von Anträgen, gerade aktuell jetzt Anfang der letzten Monaten sehr viel Aufwand in Bezug auf das Bundesteilhabegesetz, in Bezug auf Arbeitsmöglichkeiten, Tagesstruktur, aber auch sowas wie pflegerische Abläufe, wo es einfach darum geht, klar zu haben, welche Wünsche hat denn die Frau jetzt eigentlich. Am Anfang haben wir das gesammelt, auf der rechten Seite sieht man das hier, das ist anhand der Aktivitäten von der ICF. Und es gab vier Auswahlmöglichkeiten, also ist mir gar nicht wichtig, wenig, mittel oder ganz wichtig, also voll wichtig. Und wir haben einfach gesammelt, das waren 132 formulierte Aussagen als Wünsche, die wir mit mehreren Leuten, also mit Frau Dirks und auch noch mit unterschiedlichen Leuten gesammelt haben. Wir haben versucht, mögliche Abhängigkeiten und Beeinflussungen dadurch zu reduzieren, dass Frau Dirks diesen Bogen mit drei verschiedenen Leuten unabhängig voneinander durchgegangen ist. Es gab erstaunlicherweise, das hätte ich gar nicht unbedingt so gedacht, gab es eine hohe Deckung von über 95% der gleichen Antworten. Und die Antworten, die nicht gleich waren, haben wir dann eben nochmal zusammen mit den Beteiligten und Frau Dirks besprochen und dann entsprechende Lösungen entsprechend angegeben. Trotzdem gab es aber den Wunsch oder das Bedürfnis nach einem noch etablierteren Instrument. Wir haben dann auf der Suche, Mensch, irgendwas muss es da doch geben, was vielleicht noch ein bisschen besser strukturiert ist, um das zu erarbeiten. Dann sind wir auf die Teilhabekiste gekommen, das Institut für personenzentrierte Hilfen, und haben dort eben zusammen, also Frau Dirks, Assistentin und ich eben auch, eine Schulung gemacht, eine Anwenderschulung. Es gab mehrere Termine über jeweils mehrere Stunden und dazwischen haben wir weitere Schritte erarbeitet und vor allen Dingen Sachen sortiert. Bei der Teilhabekiste gibt es eben verschiedene Bereiche, Aktivitätenbereiche, die man am Anfang sortiert und dann erfolgt eine Sortierung nach eben ganz wichtig, wichtig, weniger wichtig und man nähert sich dann innerhalb dieser einzelnen Bereiche nochmal weiter an mit ganz konkreten Zielen. Die Bewertung erfolgte selber durch die Frau Dirks. Wir hatten die Möglichkeit, ein großes Whiteboard zu nutzen. Hier sieht man jetzt nur einen Teil, es waren mehrere hundert Kärtchen nachher dran. Das ging über einen Zeitraum von 4 Wochen. Also zu den einzelnen Bereichen gab es dann immer Kärtchen mit einer Grafik und einer Aussage zu einem konkreten Ziel. Und Frau Dirks hat diese bewertet und dann halt sortiert, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Zusätzlich haben wir uns dann noch dran gemacht, oder Frau Dirks hat dann bewertet, wie sieht das eigentlich aktuell aus, wie zufrieden bin ich eigentlich mit einem Ziel? Ist das ein sogenanntes Erhaltungsziel, weil es ist mir wichtig, aber es funktioniert auch gerade ganz gut, oder ist das ein Veränderungsziel, was noch entsprechend verändert werden müsste? Dadurch haben wir insgesamt war das ein längerer Prozess, es waren über 500 Ziele, die Frau Dirks entsprechend bewertet hat, Großteil oder viele davon, wo sie auch gesagt hat, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Für uns wichtig einfach, dass wir gemerkt haben oder das überprüfen konnten, miteinander auch besprechen konnten, mit Frau Dirks dann auch, wo müssen wir noch was verändern in Bezug auf Lebenssituationen und eben manchmal auch in Bezug auf rechtliche Geschichten, wo müsste man noch was erarbeiten und tun. Das ist ein Beispiel für ein DIN A5-Kärtchen, was wir genutzt haben, für konkrete Aktivität lesen lernen. Das ist Frau Dirks ganz wichtig und das waren einfach Skalen, wo wir geguckt haben, okay, wie ist die Wichtigkeit, wie klappt das jetzt mit der Unterstützung durch die Assistentin oder braucht es eben auch noch eine qualifiziertere Fachkraft, wie ist denn dann dort die Unterstützung, war auch oder ist auch ein hilfreiches Instrument für uns gewesen. Aus unserer Sicht braucht es eben gerade auch in Bezug auf rechtliche Fragestellungen, um Selbstbestimmung zu ermöglichen, brauchen Menschen, die auf Unterstützerkommunikation angewiesen sind, eben qualifizierte Assistenz, in Unterstützerkommunikation qualifizierte Assistenz, geschulte oder in der Kommunikation der einzelnen betroffenen Personen geschulte Assistenz, um mit und für die betroffene Person wirksam und verständlich kommunizieren zu können. Es braucht transparente und überprüfbare strukturierte Prozesse, um Wünsche und Ziele der Person erarbeiten zu können. Und dieser Anspruch ist nochmal ganz wichtig, ist unabhängig vom Schweregrad der Beeinträchtigung oder den kommunikativen Fähigkeiten der Person. Da geht es auch ein bisschen um kreative Lösungen zu finden, die es jetzt auch nicht ad hoc gibt, aber wir müssen versuchen, uns dem anzunähern.
der Sozialraum muss oder sollte mit einbezogen werden und gleichzeitig sollte diese Form der Assistenz auch unabhängig von Interessen sein, also von zum Beispiel Interessen der besonderen Wohnform, Interessen der Arbeitsstätte, den Eltern oder sonstiger Dritter. Es sollte aber auf jeden Fall eine Kooperation erfolgen und ein Austausch erfolgen. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil oft einfach vertraute Leute oder Angehörige oft sehr vertraut sind in Bezug auf die Kommunikation. Da braucht es aber noch weitergehende Strukturen, um dann eben auch keine Abhängigkeiten oder keine falschen Rückschlüsse zu haben und zu treffen. Hier haben wir nochmal eine Reihe von Verweisen, einfach mit dem QR-Code und der E-Mail, der Internetadresse, wo Sie nochmal selber nachgucken können. Und am Ende ist nochmal eine Reihe von Literatur, ist jetzt sehr klein, Sie kriegen das aber auch in größer als PDF, können Sie das dann ranzoomen, sind Schriften oder Sachen, die wir nutzen und genutzt haben. Wir sagen erstmal schon mal soweit Dankeschön. Einmal nochmal hier die Website von der Frau Dirks. Können Sie den QR-Code nutzen oder es eben dieses www.vorlesen-einmal-anders.de oder bei mir ist es www.heilpädagogik mit ae-uk.de und Danke. von Frau Dirks und auch ein Danke von mir. Machen Sie es gut.